Im September soll der Tag der Sachsen in Aue und Bad Schlema stattfinden. Doch nun wackelt Sachsens größtes Volksfest. Was ist der Grund? Ich habe dazu Heike Mann aus unserer Lokalredaktion Aue gefragt. Hallo Heike. Ja, hallo Christoph. Es ist in der Tat so, aber Bad Schlema hat für dieses Jahr am 1. Septemberwochenende den Tag der Sachsen geplant. Und bis jetzt ist darüber noch nicht entschieden worden, ob er stattfindet oder nicht. Also man plant fleißig in der Stadt. Es gibt auch schon viele Festlegungen zu Festmeile, den Festumzug. Dann arbeiten viele Arbeitsgruppen schon seit geraumer Zeit an der Vorbereitung dieses Festes. Aber jetzt tut sich ein großes Problem auf und das ist schlicht und ergreifend das Geld. Also das heißt ganz einfach, es fehlt im Moment noch an gehörigen Mitteln für die Durchführung von diesem Fest. Um was für eine Größenordnung geht es da denn? Na, man spricht im Moment von rund 2 Millionen Euro und das ist schon eine ganz schön stattliche Summe. Die resultiert aus Einnahmen bis jetzt geschätzt von 1,6 Millionen Euro und demgegenüber stehen würden Ausgaben von 3,3 Millionen Euro. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, wie das kommen kann, weil ich hatte ja schon gesagt, es wird schon sehr lange an diesem Fest geplant. Ob man das nicht hätte eher wissen können. Aber dazu muss man wissen, dass der Tag der Sachsen ursprünglich 2020 in Aue Bad Schlema geplant war und die alten Planungen auf das Jahr 2019 zurückgehen. Und seitdem wissen wir ja alle, was da stattgefunden hat. Corona und Inflation sind nur zwei Stichpunkte. Und dadurch haben sich die Preise in allen Bereichen natürlich stark erhöht. Wie könnte denn jetzt eine Lösung aussehen? Gibt es da Verhandlungen mit der Landesregierung oder gibt es Sponsoren? Ja, es gab diese Woche eine Sitzung des Ausschusses für Kultur und Soziales vom Stadtrat Aue Bad Schlema. Und in dem sind die Bemühungen der Stadt für die Durchführung von diesem Tag der Sachsen dargestellt worden. Die Stadt Aue Bad Schlema verhandelt nach wie vor noch mit der Staatskanzlei, ob dort noch mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden können. Aber von dort haben wir auch schon erfahren, dass Aue Bad Schlema jetzt schon allein 400.000 Euro bekommen hat und dort wahrscheinlich die Bereitschaft, dann nochmal nachzuschießen, relativ gering ist. Es ist aber noch eine andere Option, dass man vielleicht nochmal mit Sponsoren verhandelt. Dazu muss man auch sagen, dass Aue Bad Schlema, nicht Aue Bad Schlema, sondern in dem Fall Aue allein, also Aue und Bad Schlema haben ja fusioniert. Aue hat in diesem Jahr auch seine 850-Jahr-Feier und die sollte gemeinsam eben mit dem Tag der Sachsen am 1. September-Wochenende gefeiert werden. Und es hat sich herausgestellt, dass die großen Sponsoren, die es natürlich in Aue auch gibt, dass die zwar bereit sind, für diese 850-Jahr-Feier zu spenden, also oder ihr Schaflein beizutragen, aber eben nicht für den Tag der Sachsen. Da will sich die Staatsregierung, so hat es zumindest der Oberbürgermeister Heinrich Kohl in dieser Ausschusssitzung gesagt, da will sich die Staatsregierung nochmal verwenden, um eventuell wirklich noch Großsponsoren zu finden. Es wurde unter anderem auch die Rede vom VW-Konzern. Okay, danke Heike für diese Information. Ich denke, wir alle drücken die Daumen, dass der Tag der Sachsen noch stattfinden kann.